Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flive. Und ja, wir sind mal wieder bei Clockworks. Waren wir jetzt schon, naja, so lang war es jetzt glaube ich tatsächlich nicht, aber ein bisschen länger schon nicht mehr. Und heute auch wieder mit PSF, also Skills denn an, ich musste eine extra neu starten, damit wir auch einen schönen Ingame-Sound haben, den wir ja alle so schmerzlich vermissen würden sonst. Und ja, zu gestern merke ich jetzt nichts mehr an, ich wollte es eigentlich machen, aber ich habe mir gedacht, komm, muss man jetzt nicht noch wieder 100 Jahre drauf rumreiten. Genau. Und ja. Ansonsten mal wieder Ranger, weil ich auf Murano einfach keine Party gefunden habe. Und heute tatsächlich hätte leveln wollen. Wäre aber, also ich hätte es schon gemacht tatsächlich. Also ich wollte heute eigentlich 63 machen und die Carrier Bombs dann nochmal probieren. Wie sehr sich der Damage dann vielleicht, also 100 oder so wären es bestimmt mindestens. Hätte man auf jeden Fall noch was machen können. Auch vielleicht ein paar Offline killen und so. Wäre alles der Plan gewesen, aber ich habe keine Party gefunden und auf Devos habe ich jetzt eben schon eine PSF gefunden und naja, ich meine, da habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf, machen wir Murano morgen, weil morgen werde ich dann nicht mehr ganz so spät von der Arbeit kommen, weil gestern kam ich um, war ich um 18.14 Uhr, habe ich ausgestempelt und heute um 17.40 Uhr und morgen wird es wahrscheinlich nur so Viertel sechs, also nochmal eine halbe Stunde kürzer und da dürfte ich dann sowieso so oder so mehr Zeit haben. Und selbst wenn ich keine Party finde, kann ich dann trotzdem mehr machen auf Murano. Wobei es im Endeffekt weniger ist, und wenn ich eine Party hätte in der gleichen Zeit, könnte ich dann das Doppelte machen. Aber wir kennen alle das Problem. Aber sobald wir die Carrier Bombs geschafft haben, haben wir das Problem nicht mehr. Und vielleicht mache ich es dann auch einfach so scheiß drauf und mache es ja alle einfach offline. Und nicht in der Folge mit zwei ultra ätzend, aber mal gucken. Genau, aber heute auf jeden Fall, wie gesagt, Devos. Und wir hoffen jetzt erstmal gleich auf einen fetten Drop. Ich werde jetzt gleich switchen, sonst vergesse ich es nur wieder. Also Clocks meine ich natürlich. Was nicht so smooth gehen wird, wie immer, aber daran sind wir mittlerweile schon gewöhnt. Ich gehe jetzt auch mal von der Wand weg, weil ich habe keinen Bock, dass die Drops verpackt sind. Dann kann ich auch gleich den Clock ändern. Also er droppt zwar immer da, wo er fällt, also quasi nicht mehr in der Nähe von der Wand, aber ja, ich meine, man muss es ja nicht riskieren, ne? Und gut, er droppt sowieso nicht, so muss man es immer sehen. Von daher, ja. Genau, ja, Murano, wie gesagt, machen wir da morgen, reden wir jetzt auch gar nicht mehr drüber. Ich habe gesagt, ich werde diese Woche einen neuen Titel bekommen und mich hat es tatsächlich gewundert, ich habe im Video vom Regenbogenrennen aus Versehen F gedrückt und dem einen oder anderen wird vielleicht auch so schon aufgefallen sein, in den letzten zwei Folgen, glaube ich, waren es, mehr war es gar nicht tatsächlich, weil es so schnell ging, hatte ich keine Treue-Skills mehr, habe ich jetzt gerade auch nicht laufen, obwohl Dela online ist auf dem gleichen Channel. Liegt daran, ich habe auf Level 19 mit mehr als 50% der XP, also fast Level 21 könnte man sagen, also da hätten jetzt noch 4 Tage Online-Zeit oder sowas gefehlt. Ja, wobei, nee, stimmt nicht, ich glaube mehr, 200 Stunden sind es. Ja, auf jeden Fall eine Woche oder zwei Online-Zeit, also jetzt echt nicht mehr so viel. Also weit über, oh, ist das ein Knuckle? Ist das ein Knuckle, oder? Nice. Immerhin, ein Jacke-Dein-Knuckle. Ja, auf jeden Fall habe ich da auf Level 19 Breakup gemacht, jetzt sind wir wieder bei Level 1, um den Titel Casanova mir jetzt doch noch zu holen. Rüsten wir ihn gleich mal aus. Ich wollte hier nicht spoilern. Ist kein sehr schöner Titel für einen weiblichen Char, weil ja Casanova, ich meine, keine Ahnung, wird es sicherlich geben. Auch weibliche Casanovi oder war oder wär's oder was weiß ich, wie man das dann sagt. Ich meine, an für sich ist es ja einfach nur jemand, der viele Liebschaften hat und sich nicht festbindet, wenn mich nicht alles täuscht, dürfte so ein Casanova ungefähr definiert werden. Jetzt kommt wieder irgendjemand mit einer Wikipedia-Definition in den Kommentaren, aber gut, so genau nehmen wir es dann auch nicht. Aber ja, auf jeden Fall wollte ich mir den Titel trotzdem holen, weil mich hat es ein bisschen geärgert, dass mir das so spät aufgefallen ist, weil da, als es mir zum ersten Mal aufgefallen ist, da waren wir, glaube ich, erst bei Level 11 oder so. Da habe ich mir damals gesagt, jetzt sind wir schon bei Level 11. Jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, das abzubrechen. Ja, hätte ich damals mal lieber meine fette Fresse gehalten, ey. Ja, ist jetzt ein bisschen bitter. Es dauert 90 Tage von Level 0 auf 21 durchgehend Online-Zeit. Also, ja, hat mich jetzt quasi über ein Jahr, also hat ungefähr, ja, wenn man die Zeit von Meteorica abzieht, wo ich wirklich kaum gespielt habe, ziemlich genau ein Jahr bis Level 19, ein Dreiviertel, also ich würde so sagen 70% waren es. Hatten wir, also waren schon ziemlich weit, also wirklich kurz vor Level 20 und dementsprechend auch fast fertig dann. Da hätte es auch einen Titel gegeben, Treuer Partner. Allerdings ist Casanova ein permanenter Titel und Treuer Partner bist du nur, solange du auch Level 21 bleibst. Also sobald du Breakup machst, Scheidung, verlierst du den Titel auch wieder. Und ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, ich meine, ich werde mich niemals von Dela scheiden lassen, ja. Bros before Hoes,
Cupperino. Aber es ging mir einfach nur darum, dass der Deal halt so ultra leicht zu bekommen ist. Eigentlich kann man ihn sogar an einem Tag machen, beziehungsweise innerhalb von einer halben Stunde. Man macht sich einfach einen neuen Vagrant-Char, geht online, macht einen Antrag. Weil du kannst selbst immer nur alle 24 Stunden einen Antrag machen. Aber wenn du immer wieder einen neuen Char erstellst und den löscht, dann kannst du logischerweise unendlich viele machen. Das heißt, du kannst es theoretisch in einer halben, maximal dreiviertel Stunde schaffen. Problem ist, und das ist gleich das nächste Thema auch, aus irgendeinem Grund kann man Charaktere nicht mehr instant löschen. Ich weiß nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Bug ist. Ich glaube, dass es gewollt ist. Ich weiß aber nicht, wieso. Ich habe das vorher nie gemacht, dass ich mir einen Charge... Also ich habe mir neulich mal zwei neue Accounts erstellt. Wisst ihr sicherlich noch, während dem Event, wo mir die Lager so übergequillt sind, wegen den ganzen Set-Time. Zusätzlich zu dem ganzen Event-Zeug und den Seeds und so weiter. Ich wollte mir halt auch einen Char machen, wo ich mir jetzt überschüssige Event-Items, die man fürs nächste Jahr noch verwenden kann, aufbewahre. Wie mit den Seeds, weil die eben nichts wert waren, dass es sich sicherlich gelohnt hat. Ein Stack, also 1000 Stück für eine Mio verkaufen, ich meine, da behalte ich sie lieber und warte aufs nächste Jahr. Vielleicht sind Seeds da selten, dann habe ich da schon mal welche oder sowas. Definitiv keine schlechte Idee, habe ich euch auch empfohlen. Und auf den beiden Accounts wollte ich das dann eben machen oder auf einen von beiden halt und habe mir Chars erstellt, die auch Casanova 1234 genannt. Jetzt sind beide Accounts voll mit Casanova 1234 Chars. Aber da ich sowieso nur Lager-Chars auf den Accounts erstellen wollte, ist das nicht so schlimm. Ja, und da habe ich eben dann festgestellt, ich habe sie erstellt. Also den ersten Casanova 1, dann wollte ich ihn löschen, logischerweise. Als ich fertig war, also Antrag gemacht, habe mich ausgelockt und wollte ihn löschen. Und dann kam dann, Charakter konnte nicht gelöscht werden. Ja, ist ziemlich scheiße, muss man schon mal so sagen. Wir müssen jetzt auch noch auf HP-Suit wechseln, sonst vergesse ich das noch. Also für den jetzt nicht, auch für den nächsten Bob. Oder Bub. Und ja, das ist ziemlich behindert, aber ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie einen Zusammenhang haben wird. Kann auch sein, dass ich mich irre, vielleicht ist es auch ein Bug. Ich meine, ich sage nur Handelsbug, also es gibt viele... Es gibt immer noch neue Bugs, die immer wieder dazukommen in dem Spiel, leider. Aber ich glaube tatsächlich, dass es kein Bug ist. Ich glaube, dass das irgendwas mit Duping zu tun hat, dass man sich vielleicht nicht am gleichen Tag irgendwie 10 verschiedene Charaktere machen kann. Ich weiß nicht ganz genau, wie das da was helfen würde, weil man könnte sich einfach unendlich viele neue Accounts machen. Und warum sollte man die Chars löschen, nachdem man geduped hat? Ich meine, man macht das ja dann sowieso auf einem Account, der einem nichts wert ist. Und also ja, wie gesagt, wenn man es wirklich überdenkt, macht es eigentlich keinen Sinn. Aber irgendeinen Grund wird es wohl haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Bug ist. Also, dass man keine Charaktere, die man gerade erst erstellt hat, löschen kann. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob es jetzt wieder ginge. Heute habe ich es tatsächlich nicht probiert. Gestern ging es aber noch nicht. Und gestern dürfte der 8. Tag gewesen sein. Also seitdem ich die erstellt habe. Das heißt, eine Woche ist anscheinend zu lang. Außer ich habe mich verrechnet, es sind erst 7 Tage gewesen. Aber ich bin mir 1000%ig sicher, dass es 8. Tag war. Ja, ist ziemlich behindert. Vielleicht geht es jetzt löschen. Also wenn du einen Char löscht, dann bleibt der Charaktername ja für 30 Tage bestehen. Vielleicht ist es jetzt auch so, dass du einen Charakter, einen Charakter, genau, sind wir wieder bei dem Thema, dass du einen Charakter erst löschen kannst, wenn der 30 Tage lang irgendwie besteht. Oder du kannst ihn nie wieder, ja gut, okay, das glaube ich jetzt mal nicht, aber ja, dass du vielleicht echt irgendwie eine Frist hast. Das steht halt leider nicht dabei, das ist halt richtig behindert. Wenn es wirklich eine Frist gibt, also was auch immer die Frist ist, 14 Tage, 30 Tage, ist mir vollkommen egal. Aber wenn es da eine Frist gibt, dass du neue Charaktere nicht mehr löschen kannst, dann sollen die auch gefälligst hinschreiben, weil das ist ja mal mega die Frechheit. Du erstellst einen Troll-Charakter, zum Beispiel eben für sowas wie den Titel. Ja, ich meine, sicherlich ist es vielleicht nicht unbedingt die Art und Weise, wie man sich den Titel holen sollte an für sich, aber naja, ganz ehrlich, wer heiratet 100 verschiedene Leute in dem Game? Also, ist ja einfach nur unrealistisch. Und anders macht man den Titel ja eigentlich, also kaum jemand. Ja, und dementsprechend ist das natürlich schon, ja, ziemlich behindert. Also wenn du da irgendwas erstellst, in den du nicht mehr löschen kannst, nur wegen hoffentlich keinem Fehler, aber eigentlich muss man hoffen, dass es ein Fehler ist, dann aber auch wieder nicht, weil bis so ein Fehler behoben wird, vergehen auch wieder 100 Jahre. Ich meine, ich brauche es nie wieder, also ich werde nie wieder einen Char stellen und den instant löschen. Ja gut, okay, außer man verschreibt sich vielleicht. Ja genau, das ist halt auch sowas. Stell dir mal vor, du machst einen neuen Char, ist dein letzter freier Account-Spot und du willst dir nicht unbedingt einen neuen Account oder wolltest dir nicht unbedingt einen neuen Account machen, hast dir gedacht, okay, scheiß drauf, dann mache ich den auf dem alten Account. Da sind zwar noch andere Chars, die ich eigentlich auch brauche, vielleicht sogar manchmal gleichzeitig wie den neuen, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr, einen neuen Account zu machen, neue E-Mail-Adresse zu erstellen, bla bla bla. Und wenn wir jetzt einen neuen Char erstellen, dann verschreibst du dich ernsthaft. Ich meine, so dumm es ist, kann ja mal passieren. Keiner ist perfekt. Und dann kannst du den nicht mehr löschen. Ich meine, wie abgefuckt und scheiße ist das bitte? Also,
Das ist schon ziemlich behindert, muss ich sagen. Also, wie gesagt, man kann nicht hoffen, dass es ein Fehler ist. Wie gesagt, bei den Handelsbug haben sie auch noch nicht entfernt. Und wie lange ist der jetzt schon da? Mindestens 4 Monate. Lol. Erstmal gegen Baum springen. Ja, also, komplett behindert. Also, Casanova-Titel ist, außer man hat sehr viele freie Account-Spots oder sehr viele männliche unverheiratete Charaktere, eine ziemliche Qual, den zu machen. Zum Glück habe ich so viele Accounts und zum Glück habe ich eben 2 neue Accounts mit 6 männlichen Chars. Deswegen ging das jetzt relativ schnell. Aber wer das nicht hat, der hat da vielleicht ein Problem. Was wir jetzt für ein Problem haben, ist, dass wir keine Buffs mehr haben. Was mir jetzt ziemlich hart abfuckt. Aber ich habe vergessen, dass wir vorher Clockworks gemacht haben. Normalerweise halten meine Buffs ja für mindestens 3 Dungeons. Aber Clockworks, da war ich ja schon lange vor dem Videostart drin. Also schon eine Viertelstunde und ich meine, Dela ist full in, aber sein Equip ist garbage und so lange halten seine Buffs dann eben auch nicht. Ziemlich blöd. Naja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben diese Woche unseren ersten Titel geschafft. Ich habe gesagt, diese Woche einen Titel, nächste Woche einen Titel und übernächste Woche einen Titel. Und ja, 3 Titel im Mai. Wenn ich es nicht schaffe, wie gesagt, werde ich irgendein geiles Item raushauen. Irgendwas mit weit über 1 Milliarde wert, also 2 Milliarde sowas in der Richtung. Aber braucht euch gar keine Hoffnungen machen. Wir werden es schaffen. Also vor allem bei dem Titel war ich mir jetzt so sicher, weil selbst durch den Bug, ja, ich meine, jeden Tag konnte ich 13 oder 14 oder 15 Mal das machen. Ich glaube 18 Mal. Bin mir nicht ganz sicher, wie oft. Auf jeden Fall sehr, sehr oft. Mit manchen Accounts gleich 3 Mal. Also mit jedem Char-Slot 1 Mal heiraten. Also es ging wirklich recht flott. Und ja, auf jeden Fall. Wow. Binary Rebirth. Ich meine, eigentlich brauchen wir es nicht, aber ein bisschen schneller geht es halt trotzdem. Und Quickstep läuft auch gleich aus. Er ist einfach so die Gewohnheit, ne? Weiß nicht, warum mir das jetzt immer so entgeht. Ist einfach Routine. Genau. Aber ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass es trotzdem schnell ging, obwohl eben den... Also wenn es... Ja, gut, anders hätte es ja nicht sein können, aber wenn der Cooldown zum Beispiel 2 Tage wäre mit dem Heiraten oder so, dann hätte das jetzt auch wieder 100 Jahre gedauert. Aber so ging das natürlich recht schnell und die anderen Titel sollten jetzt eigentlich auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Bin ich mir zuversichtlich. Und wenn wir schon mal wieder bei Titeln sind, ich kriege momentan wieder relativ wenig Food. Ich wollte es nur wieder ansprechen. Unten in der Beschreibung ist die Foodliste, was ich noch brauche, weil mich immer wieder Leute fragen, was ich noch brauche. Also ich brauche nach wie vor alles, was man nicht beim NPC kaufen kann. Ja, habe ich mich Quickstep gar nicht gebufft. Lol, fail. Alles, was man nicht beim NPC droppen kann, außer Meat Salad. Genau, so einfach ist das. Und ja, wollte ich nur wieder ansprechen. Muss aber keiner machen. Und wer Geld dafür sehen will, muss einfach nur in die Nachricht schreiben mit dem Food. Penya, please oder sowas. Dann schicke ich euch entsprechend einen Fixwert zu. Der steht auch da bei dem Beitrag mit dem ganzen Food, was ich brauche. Steht da auch der Preis, den ich zahle. Dürfen, glaube ich, 500k pro Stack sein. Und wenn man mir viel schickt, dann 1 Mio pro Stack. Was wesentlich mehr ist, als euch der NPC zahlen wird. Und wenn ihr jemanden findet, der mehr zahlt, naja, dann verkauft das eben den. Aber ich hab jetzt noch nicht so viele Leute gesehen, die tatsächlich Food kaufen. Außer Mietzelle, das wird tatsächlich schon gekauft. Ich glaube, da ist nicht mal hauptsächlich der Grund der Titel, sondern bei vielen wahrscheinlich sogar ich, das ist Fooden. Weil ich mir das mittlerweile auch nicht mehr vorstellen kann, aber anders könnte ich es mir jetzt nicht erklären. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir das dann auch mal abgehakt. Ich habe irgendwie gerade mega die Frame-Drops schon wieder. Das ist, weil ich glaube immer, wenn Dela durch Flares fliegt, das ist am schlimmsten. Ja, das kann man sich jetzt sicherlich vorstellen. Vielleicht sollte ich nicht immer auf Channel 1 aufnehmen. Das sollte ich mir vielleicht auch mal vornehmen. Aber das ist so eine Angewohnheit von... Das ist halt auch so ein Ding. Auf Murano habe ich das halt echt nur beim Einloggen, beim allerersten Mal, dass es in Flares so mega hängt, wie es auf Devos Normalzustand ist. Auf Devos ist das halt so schlimm mittlerweile, dass du... Also wenn ich manchmal fliege, ich weiß nicht... Das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht. Wenn ich manchmal in die Stadt fliege... mit Dela, also wegen Dungeons eben, also mit Asomiopla bin ich ja fast immer nur Ortsflares, also ich gehe mal zur Bank oder zur Post. Dann ist es ja so, dass man reinfliegt und diese mega FPS-Drops, Standbilder bekommt, was auch immer. Und manchmal ist es so, dass Dela dann wirklich, da habe ich manchmal, also wenn es richtig heftig ist, wenn ich auch 3 Echsen offen habe, 5 YouTube-Browser und nebenbei noch was random, okay, so extrem mache ich es nicht mehr, weil mittlerweile habe ich Schiss, dass mein PC da abscheißt, weil da ist die CPU-Lastung bei 100% bei so viel Zeug offen und rendern zieht alleine 70%. Zieht er so viel, wie du ihm gibst eigentlich quasi. Also wenn du nichts offen hast, zieht er sich auf volle 100. Aber ist ja, das ist jetzt nicht das Thema. Jedenfalls habe ich dann wirklich Standbild und Deda ist aber dann
Manchmal ist er an genau der gleichen Stelle, wo das Standbild war, obwohl es wirklich 10 Sekunden sind, was eigentlich überhaupt nicht geht. Aber ich denke mal, das ist dann einfach, für andere Leute sieht es dann quasi so aus, als wäre ich geflogen. Und ihr kennt es doch bestimmt, manchmal zieht es Leute einfach so wieder zurück. Die sind dann einfach wieder so ein Stück weiter hinten. Ich denke mal, so sieht es für andere Leute dann aus. Aber manchmal bin ich dann auch bei diesem, ihr kennt bestimmt das Laboratorium, da habe ich schon mal ein paar Videos vorgemacht, weil es eine relativ coole Kulisse ist, mit Blick auf Flaris. Das ist so mit einem schnellen Board so, ja, 15 Sekunden, naja, 5 bis 10 Sekunden von Flaris entfernt, wenn man einfach durchfliegt von aus Flaris. Und ungefähr zumindest. Und manchmal bin ich davor und manchmal hänge ich aber immer noch genau an der gleichen Stelle. Das muss mir auch mal jemand erklären, was das eigentlich für ein Crap ist. Oder es ist einfach random, ob man weiterfliegt oder zurückgesetzt wird, das kann natürlich auch sein. Aber komisch ist es eigentlich schon, weil eigentlich kann ich ja gar nicht an der gleichen Stelle sein, wenn ich 10 Sekunden lang weiterfliege. Aber wie gesagt, es ist fly, worüber labere ich hier eigentlich für einen Scheiß. Genau, ja, dann noch eine Sache, die ich im Video noch gar nicht angesprochen habe, es aber im Stream gesagt und auf Facebook gepostet, aber ich glaube im Video habe ich es echt noch nicht gesagt. Ich habe mittlerweile 3000, wollte ich schon Fly-Videos sagen, Videos hochgeladen. Ziemlich viele, nicht viele YouTuber haben so viele Videos. Okay, gut, die meisten schon, die seit Jahren dabei sind. Aber ich bin auch schon seit Jahren dabei und für mich wurde es jetzt auch langsam mal Zeit, die 3000er Marke zu überschreiten. Wenn ich nicht langsam meine Abonnentenrate erhöhe, also die ich pro Monat bekomme, werde ich mit Videos noch meine Abonnentenzahl überschreiten. Naja gut, das dauert noch. Vor allem in den letzten 1,5 Jahren habe ich nicht mehr so viel hochgeladen wie ganz früher. Also vor 2 Jahren, also 2015 war glaube ich das Jahr, wo ich die meisten Videos hochgeladen habe, irgendwie 900 oder sowas. Also fast ein Drittel meiner Videos in einem Jahr. Oder 2016, ich glaube nicht, dass es 2016 war, weil 2016 habe ich dann richtig gearbeitet. Hauptsächlich das fast das ganze Jahr, da habe ich nicht so viel hochgeladen. Aber ja, auf jeden Fall, 3000 Videos ist echt eine klasse Leistung. Fly-Folge 751, ich habe es mittlerweile einmal auf Facebook, wie gesagt, und im Stream ist auch gesagt. Deswegen war es mittlerweile auswendig. War das 3000. Video ziemlich knorke, muss ich sagen. Also, ist schon eine Hammerleistung. Aber mir sind auch währenddessen 3 Festplatten draufgegangen, von daher. Ja, gut, ne? Das ist das Opfer, das man bringen muss. Aber, naja, ich gehe auch nicht besonders zimperlich damit, muss man auch dazu sagen. Wobei das hauptsächlich einfach daran liegt, dass man so viel, oder zumindest hat es mir so mal jemand erklärt, dass man so viel Daten schreibt und dann immer wieder löscht. Und, Und das Rendern geht natürlich auch hardcore drauf. Gut. Habe ich sonst noch... Ich habe mir irgendwas anderes hier noch aufgeschrieben, aber ich kann es nicht mehr entziffern. Deswegen machen wir jetzt noch Hernes, hoffen auf den Demol plus 18 Drop und dann war's das für heute. Aminos Boxenfarm geht natürlich auch weiterhin voran, aber die 100 Stück, die dauern halt echt lange. Das ist echt ein bisschen Pain. Vor allem unter der Woche mache ich mittlerweile fast nur einen Run eigentlich. Oder zumindest heute und gestern, weil ich wie gesagt so ultra lang auf der Arbeit war. Deswegen kommt das jetzt leider nicht mehr fast jede Woche, sondern jetzt echt nur noch alle 2, manchmal vielleicht sogar nur 3 Wochen. Mal gucken. Deswegen hoffe ich, dass wir morgen auf Murano auf jeden Fall weiterkommen, weil ich kann euch hier nicht wirklich viel zeigen. Jetzt ist auch kein Event mehr. Ja, es ist tragisch. Ich hoffe übrigens auch, dass das nächste Event wirklich ein Event wird, wo wieder Boxen sind, die ich auch selber öffnen will, weil Items drin sind und so. Damit wir auch wieder bei dem Event, damit wir mehr von haben, weil ich hatte bei den Lovely-Boxen, ich glaube insgesamt habe ich tatsächlich dann doch die 500 Stück, also mehr als 500 Stück gefarmt. Weil wir ein paar Leute... Oh, Daystuit. Nice. Wollen wir die noch erwecken? Komm, die erwecken wir noch direkt. Den Jacke deinen Nacken, komm, den erweck. Erweck mal einfach alles. Come on. Und die Pucks-Gauntlets erwecken wir auch. Come on. Sind wir jetzt in der Erwecklaune mal. Genau. Machen wir das jetzt mal. Jetzt habe ich vergessen, wo ich war. Ich hasse es. Ja. Alter. Egal, ich cut mal kurz. Es hätte jetzt sowieso nur so unerheblichen Frame-Drops geführt, wenn wir hier weiter durchgelaufen wären. Aber was ich noch sagen wollte, stimmt, da habe ich aufgehört mit den Boxen. Ja, also ich hatte wie gesagt über 500 Stück und von den Spring-Boxen auch 12 oder 13. Christoph Souls hatte ich ja hier nicht so viel, ich habe auch nicht gesaugt auf Devos. Hätte man auf jeden Fall was erwecken können, aber ja. Was öffnen können, meine ich. Bin schon vollkommen verwirrt hier. Wäre auf jeden Fall cool gewesen, aber wie gesagt, ich habe die Upgrade-Boxen einfach nicht gebraucht, da die Seen gebunden waren. Hat sich da einfach nichts ergeben. Ich hoffe, beim nächsten Event wird es ein bisschen anders sein. Wow, Cast minus 5. Dass wir beim nächsten Event definitiv wieder was haben, wo wir mehr öffnen können. Dex plus 11.
Int plus 13. Oh, Junge, mein Erwecklack ist echt nicht da. Also, weiß ich nicht. Ich hab's einfach nicht. Es ist nicht in mir. Immer schön aufpassen, dass man nicht aus Versehen mal seine Cruiser-Suit plus 10 verkauft. Das wäre quite unlucky, vor allem die mit Angriffskraft. Die ist nämlich alleine wahrscheinlich schon 50 Milliarden wert. Would be pretty unlucky. Ah, man sieht es ja hier im Preis. Ich glaube, die ist eine 100.000 wert oder so. Ja, 158.000. Was übrigens der Joke ist. Immerhin ist die App plus 10. Gut. Dann hätten wir das. Dann würde ich sagen, war es das. Wie gesagt, Royal ist mir unter der Woche einfach zu viel, weil das Render dann tatsächlich so lange dauert. Und ja, bin ich auf jeden Fall froh über den neuen Titel. Wie gesagt, Food wird mich auch wieder freuen. Aber ist natürlich kein Muss. Wer will, der kann. Und wer nicht, der hat schon. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Macht's gut, haut's rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.